Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Alle, die mich bereits kennen, hallo zusammen und willkommen zurück. Und die mich nicht kennen, danke, dass du hierher gefunden hast. Heute schauen wir uns die Wochenvorschau an, das heißt, wir schauen uns mal die Hauptenergie an für nächste Woche, das Hauptthema. Der Rat der Karten und was liegt im Schatten, das heißt, was liegt im Verborgenen und solltest du vielleicht mehr auch Beachtung schenken nächste Woche. Wir starten zuerst mit einer Orakelkarte. Die Hauptenergie für nächste Woche bitte. Hauptenergie. Reinheit. Interessant. Ich hoffe, ihr seht die Karte. Auch übrigens, wenn ihr euch fragt, warum es ein bisschen anders heute aussieht, ich bin gerade im Ausland bei meiner Mutter, darum habe ich nicht das übliche Setting. Nächste Woche sieht es dann wieder anders aus. Ja, als Hauptthema, Hauptenergie, Reinheit. Das heißt, ich nehme auch ganz fest wahr, nächste Woche unbedingt nur fair handeln. Das heißt, handle gerecht. Handle so, wie du auch selber behandelt werden möchtest, tu nichts zu deinem Vorteil, weil es könnte sein, dass du das sonst doppelt und dreifach zurückbekommst. Und zwar negativ gemeint. Also wirklich, handle einfach fair, nicht aus Trotz, ganz wichtig, weil sonst bist nachher du die Person, die darunter leidet. Auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment, blöd gesagt, gut anfühlt, bekommst du eine dicke Retourkutsche. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so sagt, aber du weißt sicher, was ich meine. Darum handle immer fair, weil ich habe auch das Gefühl, dass du auch das zurückbekommst. Und zwar eine gute Energie, gutes Karma. Weil hier könnte etwas ganz Schönes auf dich zukommen. Vielleicht eine Person oder Situation. Und du musst diese Chance ergreifen und sehen, aber aufrichtig ergreifen und sehen. Du darfst nicht irgendwie gleich den Teufel an die Wand malen, sondern wirklich mit offenen Augen, offenen Armen das betrachten. Jetzt natürlich nicht zu allem Ja und Amen sagen, ganz, ganz wichtig. Hör auf deine Intuition. Aber schauen wir mal mit dem Tarot. Was ist denn das Hauptthema nächste Woche? Was ist das Hauptthema? Die Hauptenergie. Wie ist die Hauptenergie? Oh, ja, schön. Schauen wir zuerst hier. Die Herrscherin. Etwas Schönes entsteht. Nächste Woche ist eine ganz gute Energie, auch um einen Neuanfang zu wagen. Das heißt hier, The Fool, Neuanfang. Und die Mäßigkeit. Das heißt, nächste Woche ist auch eine gute Energie für Kompromisse, um Gespräche zu führen und gemeinsam auf einen Nenner zu kommen. Das können Kundengespräche sein, das können Beziehungsgespräche sein. Und dass man so besser gemeinsam einen Neuanfang wagen kann, starten kann. Was ich auch sehe für andere für nächste Woche, halt die Augen auf. Vielleicht ist der Neuanfang, den du dir von Herzen wünschst, nicht so, wie du denkst. Vielleicht ist es wie ein kleiner Umweg oder ein anderer Weg, sehe ich hier. Vielleicht ist dein Neuanfang etwas ganz anderes, als du denkst, als du im Kopf hattest. Ich denke, das passt auch zur Reinheit. Bleib offen. Bleib offen für andere Menschen, die dir vielleicht Impulse geben, weil es könnte eine versteckte, wichtige Botschaft für deinen Neuanfang kommen. Vielleicht ist dein Neuanfang eben ein bisschen anders oder mit einem kleinen Umweg verbunden. Darum sag nicht gleich Nein zu etwas, sondern überlege gut. Einfach gut überlegen und in dich hineinhören. Weil ich sehe hier wirklich für ganz viele einen Neuanfang, aber auf einen kleinen Umweg oder eben auf einem neuen, anderen Pfad, der vielleicht nicht gerade ist, der vielleicht ein bisschen zickzack ist, aber dich ans Ziel führt und dass vielleicht der gerade Weg gar nicht existiert.
Ganz interessant. Nehmen wir noch eine kleine Karte darauf. Nächste Woche, Wochenvorschau. Ja, langsam. Es geht, du kannst diesen Neuanfang nicht von heute auf morgen haben. Es wird langsam, aber es wird loyal. Das heißt etwas Langfristiges. Nicht nur kurz, sondern Langfristigkeit sehe ich hier mit Ritter der Münzen. Auch im beruflichen Bereich, wenn du ein Ziel hast, brauchst du eben vielleicht einen kleinen Umweg. Danach kannst du aber extrem erfolgreich sein. Darum wäge ab, sag nicht gleich nein und beharre nicht stur auf einen Weg. Ganz, ganz wichtig. Dasselbe auch in der Liebe. Vielleicht ist deine große Liebe jemand, der etwas anders ist als dein übliches Beuteschema, sage ich mal. Sei einfach mal offen. Nicht gleich, also nicht Tunnelblick haben, ganz wichtig. Schauen wir mal weiter. Was ist denn der Rat der Karten? Was solltest du achten nächste Woche? Was ist der Rat der Karten? Noch eine. Rat der Karten. Wow. Oh. Ja. Sieben der Münzen. Geduldskarte. Und wenn ich sage Geduld, ganz wichtig, meine ich nicht, dass du in der Ecke sitzen sollst und Däumchen drehen sollst. Überhaupt nicht. Ich meine damit, dass du nicht voreilig handeln sollst. Dass du vielleicht, wenn du an etwas dran bist und es ist gut, dass du einfach dranbleiben solltest. Dass du schon ernten kannst, also belohnt werden kannst, aber vielleicht noch nicht jetzt, sofort, in diesem Ausmaßen, wie du das gerne hättest. Also ganz wichtig, schau genau hin, wie investierst du deine Zeit, für wen investierst du deine Zeit und gib dem Ganzen auch Zeit zu reifen. Es muss etwas muss reifen, ganz wichtig. Die Mondkarte, komm aus deinen, wenn du dazu neigst, dass du dir dein Leben im Kopf ausmalst, träumst, das ist schon gut, aber komm aus dieser Illusion heraus. Du musst handeln, ganz wichtig. Handeln, aber gleichzeitig natürlich dem Ganzen auch Zeit geben, dass es wachsen kann. Hör auf mit Illusionen und versuche auch realistisch zu sein, ganz, ganz wichtig. Und mit realistisch meine ich schon, dass du hohe Ziele haben kannst, total. Aber sieh die Dinge auch klar, ganz wichtig. Und die Mondkarte ist auch eine Karte von versteckten Gefühlen. Also teile dich mit, sei auch ehrlich zu dir selber, ehrlich zu deinen Gefühlen. Wenn du weißt, etwas bringt dir zum Beispiel viel Geld oder eine Person könnte dir alles geben, aber du spürst das innen drin nicht, dann gesteh dir das ein. Es darf nicht nur auf dem Papier gut aussehen, es muss sich auch gefühlstechnisch gut anfühlen, bereichernd anfühlen. Und da musst du auch aus der Selbstillusion herauskommen. Lass Gefühle zu und akzeptiere sie auch. Also auch Akzeptanz der Gefühle. Schauen wir noch, was liegt denn im Verborgenen? Oder wollen wir noch eine kleine Karte nehmen? Nehmen wir noch eine kleine. Da haben wir vielleicht mehr Details, warum der Mond und sieben der Münzen als Rat der Karten. Warum? Ja. Acht der Stäbe, drei der Kelche und Ass der Kelche. Erfolg oder Glück, große Liebe, kann auch eben vielleicht über Umwege zu dir kommen oder du kommst über Umwege dorthin. Vielleicht ist eine Nachricht wichtiger, als du denkst, oder eine Person ist wichtiger, als du denkst. Darum versuche wirklich den Tunnelblick loszulassen, weil hier könnte etwas ganz Großes kommen mit Ass der Kelche. Große Liebe, große Chance für Erfolg. Du musst aber ehrlich zu dir selber sein, ehrlich zu deinen Gefühlen und dem Ganzen auch Zeit lassen zu reifen. Das kommt nicht von heute auf morgen, das Endresultat, überhaupt nicht.
Was liegt denn im Verborgenen? Was ist dir nicht bewusst? Was liegt im Schatten nächste Woche? Ja. Was haben wir hier? Schicksalsrat. Viele von euch haben die Chance, ihre Berufung zu erkennen oder ihre Berufung zu leben. Oder deinen Seelenpartner anzuziehen energetisch. Das ist bei vielen nicht bewusst. Viele leben vielleicht ein Leben, das gar nicht für sie bestimmt ist, weil es ist zu wenig. Es könnte viel höher und besser sein. Und du hast dich wie mit wenig zufrieden gegeben, aber bist innerlich doch nicht zufrieden. Und von der Energie her ist dir das nicht bewusst, dass du mehr haben darfst. Mehr Liebe, mehr Erfolg, du darfst glücklich sein. Du musst nicht schauen, dass die anderen glücklich sind, weil du musst auch selber glücklich sein, weil ich sage immer, du hast ja auch dein Leben, nicht nur das Leben der anderen. Weil hier im Verborgenen, was ist dir nicht bewusst? Ja, meine Nägel sind heute ein bisschen komisch, entschuldige. Zwei der Schwerter und die Welt. Eine Entscheidung, Selbstzweifel loslassen, Entscheidung treffen. Und vielleicht liegt bei einigen, sehe ich auch natürlich jetzt nicht für alle, das große Glück im Ausland oder irgendetwas mit dem Ausland verknüpft. Oder das Glück ist noch ein bisschen von der Distanz her, kann eine Person sein, die vielleicht nicht gleich um die Ecke wohnt. Oder eine Berufung, die dich dann auch um die Welt herumbringt. Sehe ich auch für einige. Für andere ganz wichtig, du musst dich entscheiden, klar und deutlich. Das Universum muss wissen, was du willst. Und nicht nur so, ich sage immer so Wischiwaschi-Sachen, sondern klar und deutlich entscheiden, weil dein neuer Kreislauf kommt. Alter Kreislauf, alte Energie, altes Leben, sage ich mal, wird abgeschlossen und du kannst ein erfülltes Leben haben, das ist dir nicht bewusst. Und Betonung auf du kannst. Weil den Weg gehen und dich dafür entscheiden, das musst du immer noch selber. Das können die Karten dir nicht abnehmen. Die Karten können dir nur die Wege aufzeigen. Darum ganz wichtig, sei dir bewusst, du brauchst klare Entscheidungen. Klare, konsequente Entscheidungen und du musst auch dementsprechend handeln nach diesen Entscheidungen. Vielleicht noch nicht zu 1000%, aber so Step by Step. Weil hier kommt etwas Großes. Du wirst dich auch vollkommen fühlen, angekommen. Für andere eben, wenn du dich gefragt hast, ob es vielleicht etwas mit Ausland ist, Auswandern, sehe ich ja, Entscheidung musst du treffen. Und nächste Woche ist wirklich auch eine gute Energie, um zu erkennen, welche Wege du eben gehen musst, um das Ziel zu erreichen. Was auch immer das ist. Schauen wir mal. Zwei der Schwerter und die Welt. Ja, ich glaube, viele wissen eigentlich schon, was sie wollen. Vielleicht verdrängen sie es noch manchmal oder was sie tun sollten. Aber das Ziel ist eigentlich da. Du weißt es eigentlich. Du musst nur dementsprechend handeln, offen sein für alles, nicht keinen Tunnelblick haben, nicht stur. Und ihr halt wirklich Dinge auch eingestehen. Ich glaube, das ist manchmal das Schwierigste. Man weiß Dinge, aber man möchte sich nicht eingestehen, man redet es sich schön. Und das ist halt die Überwindung, dass man sich eingesteht. Das ist das Erste. Aber danach musst du auch dementsprechend handeln. Das ist wie nochmals eine Hürde. Und nächste Woche eine extrem gute Energie, dass du das eben klar siehst und auch einen Schritt in die richtige Richtung gehen kannst. Ja, meine Lieben, danke vielmals fürs Zusehen, Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Reading gefallen. Nehmt diese Energien wahr für nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.